In Thüringen haben sich BSW und CDU auf ein Sondierungspapier geeinigt. Und Norbert Hering findet dieses Papier alles andere als gut. Er hat auf seinem Blog einen Artikel zu veröffentlicht, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden. Hering spricht mit diesem Artikel, glaube ich, vielen Leuten, die das BSW unterstützen, aus der Seele. Und er führt hier wirklich sehr viele, sehr gute Punkte aus. Ich hatte das Papier ja auch schon kurz kritisiert, vor allem wegen der Schuldenbremse, die dort drin enthalten ist. Aber zu diesem Papier gibt es so viel mehr zu sagen. Und der Artikel ist wirklich gut gelungen, weswegen wir uns ihn jetzt erstmal mal anschauen werden. Ich werde hier die groben Punkte überspringen, aber schaut euch ruhig den ganzen Artikel nochmal an. Er ist selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt. Also fangen wir mit dem ersten Punkt an. Schon die Sprache erzeugt bei mir als einem noch BSW-Unterstützer beträchtlichen Widerwillen. Der Text ist in der Sprache von elitären Technokraten formuliert, die das Ganze von oben im Blick haben und steuern, statt von den Bedürfnissen, Wünschen und berechtigten Ansprüchen der Bürger auszugehen und diese in den Mittelpunkt zu stellen. Vielmehr werden die Bürger sprachlich wie Rädchen in einer sozialen Maschine behandelt, die optimiert werden soll. Tatsächlich ist das Vorpapier für Sondierungen, was das BSW in Sachsen verhandelt hat, was das betrifft, besser geworden. Also die Formulierungen, die sind, ich sag mal so, nicht ganz so schlimm und nicht ganz so vage gehalten wie die im Papier in Thüringen. Also in Sachsen, das ist schon wesentlich mehr in einem BSW-Sound formuliert. Und in Sachsen, da scheint die CDU auch bereit zu sein, inhaltlich weiter aufs BSW zuzugehen als in Thüringen, was schon sehr seltsam ist. Also in Sachsen, da ist es auch noch zu wenig, da steht auch die Schuldenbremse drin, da steht auch nichts von der Reform des Öffentlich-Rechtlichen oder des Verfassungsschutzes drin, keine Frage. Aber was in Sachsen drin steht, das klingt doch schon mehr nach BSW als das, was in Thüringen drin steht. Und in Sachsen, da ist die CDU stärker geworden als in Thüringen und das BSW ist schwächer geworden als in Thüringen. Wie kann es sein, dass man mit einem schwächeren BSW und einer stärkeren CDU mehr BSW bekommt? Ist jetzt erstmal meine Frage, wenn man so die Papiere in Sachsen und Thüringen vergleicht. Aber machen wir mal weiter mit dem Artikel von Norbert Hering, der sich mit Thüringen beschäftigt. Grundschule etwas weniger digital. Versprochen hat das BSW im Wahlkampf den Einsatz für einen rein analogen Unterricht in der Grundschule. Im Papier ist nur die Rede davon, Smartphones aus den Grundschulen zu verbannen. Sich hier auf Grundschulen zu beschränken, wo doch das Smartphone-Problem erst danach richtig virulent wird, finde ich zu zögerlich. Frankreich ist da schon deutlich weiter. Aber mehr wurde im Wahlkampf nicht angekündigt. Tablets sollen aber nicht verbannt werden und damit also offenbar als digitales Unterrichtsmittel weiter eingesetzt werden. Dafür sehe ich kaum eine Rechtfertigung. Das viel zu frühe, viel zu viele Bildschirmschauen der Kinder ist ein großes Problem für ihre Entwicklung. Wenigstens in der Schule sollten sie üben und lernen können, von und auf dem Papier zu lesen und zu schreiben und längere Zeiten zu verbringen, in denen sie nicht auf einen Bildschirm schauen. Ja, absolut. Das ist mir auch im Papier in Sachsen negativ aufgestoßen, dass dort mehr Geld in die Digitalisierung der Schulen investiert werden soll. Das ist meine Frage, wieso? Schulen brauchen keine digitalen Geräte. Schulen brauchen genug Lehrkräfte. Schulen brauchen ausreichende Räumlichkeiten. Schulen brauchen eine gute ÖPNV-Anbindung. Ach, sie brauchen keine digitalen Endgeräte. Was soll der Unsinn? Also wenn man für etwas mehr Geld ausgeben will und sich gleichzeitig an die Schuldenbremse halten will, dann ist wirklich das Letzte, was man machen sollte, mehr Geld in die Digitalisierung der Schulen zu investieren. Aber den Punkt hier nur am Rande. Dann grüner Fundamentalismus, Erdgas und alle anderen nicht erneuernden Energieträger werden in dem Papier komplett aus dem Energiemix ausgeschlossen. Chimäre der CO2-neutralen Produktion wird gehuldigt, so wird das nichts mit bezahlbarer Energie. Mit einem Energiemix aus Geo, Bio, Solar, Wasser und Windenergie sowie zukünftig Wasserstoff legen wir den Grundstein für eine nachhaltige und zukunftsfähige Energieversorgung. Beim Übergang zu einer CO2-neutralen Produktion werden wir die Thüringer Wirtschaft und Industrie unterstützen. Viel effizienter und damit kostengünstiger und auch ausreichend wären Lösungen, die darauf abzielen, 80% oder 90% erneuerbare Energien einzusetzen. Schließt man nicht Erneuerbare komplett aus, wird es unverhältnismäßig teuer. Zum Beispiel mit dem Problem der Dunkelflauten umzugehen. Also Norbert Hering führt das hier noch genauer aus. Wie gesagt, lest euch gerne den ganzen Artikel durch, wenn euch jeder Punkt en Detail interessiert. Der Stopp des Heizungsgesetzes, das gerade für ostdeutsche Haushalte wegen der oft geringeren Immobilienwerte immer noch sehr problematisch ist, wird im Papier auch nicht gefordert. Auch das eine Niederlage fürs BSW und da ist die Frage, warum? Also die CDU hat das Heizungsgesetz doch auch kritisiert. Also hat die CDU da groß Widerstand geleistet? War es wahrscheinlich eher die SPD, die das ja in der Ampel mitbeschlossen hat, aber wieso lässt man sich vom kleinsten Koalitionspartner hier sowas aufdiktieren? Also das ist auch sehr, sehr schwach, dass man nicht mal das in den Verhandlungen durchbekommen hat. Jetzt zitiert Hering wieder im Bereich Gesundheitspolitik das Papier. Eine flächendeckende Versorgung werden wir durch den Erhalt aller Krankenhausstandorte als Orte der medizinischen Versorgung sichern. Was klingen soll,
als würden Krankenhäuser erhalten, bedeutet in Wahrheit nur, dass irgendetwas Medizinisches dort auch zu finden sein soll, wo früher ein Krankenhaus war. Und das ist echt krass. Also ich persönlich, als ich da den Satz gelesen habe, habe da einfach drüber gelesen und gedacht, ja, okay, wenigstens wollen sie keine Krankenhäuser schließen. Aber anscheinend ist das hier nicht mal ein Bekenntnis, keine Krankenhäuser zu schließen. Also man muss genau lesen. Es wird nicht geschrieben, wir werden die Krankenhäuser erhalten, sondern wir werden diese Krankenhäuser als Orte der medizinischen Versorgung erhalten. Das ist wirklich krass. Und einer solchen Augenwischerei sollte man eine junge Partei, die angetreten ist, etwas gegen die Politikverdrossenheit zu tun, nicht beteiligen. Zumal das unlimitierte Okay zur Schließung von Krankenhäusern im ländlichen Raum den Wahlkampfversprechen von der Verbesserung der Infrastruktur und der Lebensbedingungen im ländlichen Raum zuwiderläuft. Ja. Also die Pandemie-Maßnahmen werden als Problem geleugnet, keine richtige Corona-Aufarbeitung. Noch ein weiteres Thema, ein paar mehr Abschiebungen. Auch in der Zuwanderungspolitik hat das BSW laut Hering nicht sonderlich viel erreicht. Wozu man sagen muss, in der Zuwanderungspolitik, da kann man auf Landesebene auch relativ wenig machen, aber auch hier scheint man sich von der SPD wirklich jedes Gesetz mit etwas mehr Auswirkungen der Realität verboten haben zu lassen. Also die SPD, die hat sich wirklich in zentralen Bereichen durchgesetzt, insofern, dass sie wirklich jedes konstruktive Vorhaben des BSW, wo die CDU vielleicht nichts dagegen gehabt hätte, blockiert hat. Also das ist wirklich sehr problematisch, was da in Thüringen passiert ist. Also das ist dieses Einigen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Im Zweifelsfall beschließt man gar nichts. Im Zweifelsfall, selbst wenn man das Problem sieht, wenn man sich nicht einig ist, lässt man das Problem einfach so, wie es ist und wurschtelt sich irgendwie durch. Das ist genau die Art von Politik, gegen die das BSW eigentlich angetreten war. Und jetzt kommt ein Punkt, den ich, als ich den Artikel gelesen habe, wirklich krass fand. Also ich hatte ja das Sondierungspapier auch schon überflogen, hatte da gar nicht so drauf geachtet, aber Hering führt es hier nochmal wirklich extrem gut aus, was für wirklich skandalöse Sachen in diesem Sondierungspapier stehen. Ein richtiger Knaller verbirgt sich im kurzen Abschnitt über den Verfassungsschutz. Zusätzlich sorgen wir für eine aufgabengemäße Ausstattung des Verfassungsschutzes zur Erfüllung seines verfassungsgemäßen Auftrages. Sprich, mehr Geld für Stefan Kramer, damit er beispielsweise die Friedensbewegung oder die junge Welt ausspitzeln kann. Das ist ein riesiger Skandal. So etwas darf eine BSW-Landesregierung nicht mitmachen. Also ein BSWler, der so etwas in den Vertrag reinverhandelt, in einen Koalitionsvertrag oder auch in ein Sondierungspapier, der betreibt den Untergang der Partei. Das ist eine absolute Katastrophe. Der Verfassungsschutz braucht nicht mehr Geld. Wir brauchen überhaupt keinen Verfassungsschutz. Also wir müssen unsere Demokratie, wir müssen unsere Verfassung vor dem Verfassungsschutz schützen. Wir müssen diesen Verfassungsschutz nicht mit noch mehr Geld zuschütten. Hering schreibt weiter. Das liest sich so, als solle der sogenannte Verfassungsschutz, der viel Energie darauf verwendet, kritischen Medienleuten und Regierungskritikern die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates vorzuwerfen und sie deshalb zu beobachten, bedingungslos mehr Geld zu geben. Das ist das genaue Gegenteil dessen, was ich von einer Regierung mit BSW-Beteiligung erwarten würde. Ja, exakt. Eine Überprüfung, inwiefern alles, was der Verfassungsschutz tut, zu seinem verfassungsgemäßen Auftrag gehört, ist dringend angezeigt. Davon ist aber keine Rede in dem Papier. Ich würde sogar noch weitergehen, der Verfassungsschutz muss weg. Und wenn das BSW in der Landesregierung eine Aufgabe hat, dann ist es, den Verfassungsschutz zu sabotieren und zu verhindern, dass er weiterarbeitet. Der Verfassungsschutz ist ein Repressionsinstrument gegen die demokratische Opposition. Da braucht man nichts überprüfen, der muss weg. Und dem jetzt mehr Geld zu geben, ist das exakte Gegenteil dessen, was ich vom BSW erwarte. Soll der Verfassungsschutz so wirklich dem MDR mit Hintergrundgesprächen für die ganze Redaktion helfen, sich auf die Wahlkampfberichterstattung vorzubereiten? Kurze Antwort: Nein, sollte er nicht. Wahrscheinlich wurden bei diesen Treffen die MDR-Journalisten von den Schlapphüten ausgiebig über die gefährliche Nähe von BSW-Protagonisten zum russischen Präsidenten und ihre Funktion als fünfte Kolonne Moskaus aufgeklärt. Es zeugt mehr von unbegrenzter Naivität als von Größe, sich dafür auch noch mit bedingungslos mehr Geld bedanken zu wollen. Bedingungslos mehr Geld unter den Bedingungen der Schuldenbremse übrigens. Also man will sich an die Schuldenbremse halten, man will in anderen Bereichen massiv einsparen, aber der Verfassungsschutz soll mehr Geld kriegen. Das ist ein einziges Desaster. Also was Katja Wolf sich da ausgehandelt hat, das kann man sich nicht ausdenken. Also wie gesagt, ich hatte mich schon sehr negativ über dieses Papier geäußert, aber es ist tatsächlich noch wesentlich schlimmer als das, was ich euch damals gesagt hatte, als ich das nur kurz angesprochen hatte. Keine spezielle Förderung des ländlichen Raums. Natürlich nicht, dafür ist auch kein Geld da. Also das können wir überspringen. Mit welchem Geld denn? So, bei Einhaltung der Schuldenbremse, bei Einsparungen von 1,3 Milliarden Euro im Jahr, die in diesem Papier angedacht werden,
Da kann man froh sein, wenn nicht alles kurz und klein gekürzt wird. Also das ist ein wirklich massives Austeritätsprogramm, was das BSW da mitfahren will. Also darunter kann man diese ganzen Punkte, die jetzt kommen, Verschlechterung der Gesundheitsversorgung, Verschlechterung der Wohnsituation, keine Förderung des ländlichen Raums, da kann man all das subsumieren. Wenn man kein Geld hat, dann muss man in all diesen Bereichen sparen. Dann wird es also Verbesserungen in diesen Bereichen auf gar keinen Fall geben. Das Riesenproblem der Wohnkosten wird in den siedlungspolitischen Phrasensalat der Förderung von allem, was gut ist, hineingemischt und dadurch klein gemacht. Die Bedürfnisse der Menschen treten hinter abstrakte Konzepte zurück. Wir wollen Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung nachhaltig, sozial und barrierearm, bezahlbaren Stadt und Land schaffen. In den Städten setzen wir dabei in die Stadtentwicklung und Stadtstädtebau fördern ein, die die Attraktivität urbaner Räume erhöht und gleichzeitig den sozialen Wohnungsbau stärkt. Der soziale Wohnungsbau soll nicht, wie im Wahlkampf gefordert, verdoppelt, sondern bloß gestärkt werden. Ja, ich sag's ja, mit welchem Geld denn? Mit welchem Geld? Also, wenn man sich an die Schuldenbremse halten will, sind das hier die Konsequenzen. Dann hat man kein Geld für mehr sozialen Wohnungsbau. Ein Hurra auf die Demokratieförderung. Einen weiteren elitären Knaller landet das Papier jedoch mit der sogenannten Demokratieförderung. So wird, wie von der Ampel betrieben, so wie von der Ampel betrieben, ist Demokratieförderung ein Reizthema für den typischen BSW-Wähler. Der Begriff ist ein Synonym für Diskreditierung, Zensur und Ausgrenzung von Menschen mit vom Mainstream abweichender Meinung geworden. Die bestehenden Programme zu Demokratiebildung und Demokratieförderung wollen wir verstetigen mit der Perspektive, diese gegebenenfalls zu einem Nein, nein, nein. Gott, das hatte ich da tatsächlich schon gelesen. Gut, dass Hering das auch mit reingebracht hat. Zu einem Demokratiefördergesetz weiterzuentwickeln. Ein Demokratiefördergesetz. Das, was Nancy Faeser da gerade bunt macht, das ist ein absolutes Desaster. So etwas darf das BSW nicht mitmachen. Das bedeutet, dass die SPD und die Grünen sich dann Vorfeld zusammen fördern. Also beispielsweise tolle Organisationen wie die Stiftung Liberale Moderne, die dann den Nachdenkseiten ans Bein pisst. Oder die Linke Friedensbefürworter als Antisemiten diffamieren. So wie das bestimmte antideutsche Stasi-Stiftungen, die mit massiven staatlichen Zuschüssen gefördert werden, auch so gerne machen. Also das heißt Demokratieförderung. Mehr Geld für Liberale Moderne, für Amadeo-Antonio-Stiftung und für andere, ja, obskure Grüne und SPD-Vorfeldorganisationen. Also das ist wirklich gruselig, wenn das BSW sowas mitmacht, dann wird ihm das ganz massiv auf die Füße fallen. Also einmal, weil man da Organisationen fördert, die dem BSW feindselig gegenüber stehen, und andererseits, weil BSW-Wähler das sehen und sich da natürlich berechtigt die Frage stellen, was macht ihr da eigentlich? Also das würde ich dann auch als jemand, der das BSW hier, also der ja Videos macht, die eher pro BSW sind, dann die ganze Zeit thematisieren. Hallo, warum finanziert ihr Leute, die uns offensichtlich hassen? Was soll das? Also, ja, absolute Katastrophe. Wie hat es die in Thüringen knapp über der 5%-Hürde liegende SPD wohl geschafft, ein Demokratiefördergesetz in das Sondierungspapier zu bringen, mit dem ihre Nancy Faeser und die Grünen sich aus gutem Grund nicht einmal in der Ampelkoalition im Bund durchsetzen konnten? Sehr wahrscheinlich gibt es in den bestehenden Programmen zur Demokratieförderung, die verstetigt werden sollen, allerlei Agitation für offene Grenzen und gegen die Verschwörungstheorien, die so gern von BSW-Wählern und Politikern verbreitet werden. Irgendwo muss doch eigentlich die Naivität auch bei Pragmatikern aufhören, die regieren wollen. Auch hier ist es kaum vorstellbar, dass die SPD sich damit gegen den vereinten Widerstand der CDU und des BSW hätte durchsetzen können. Ja, Heilsversprechen, Digitalisierung brauchen wir jetzt nicht so genau drauf eingehen. Was mit Medien? Zu den Themen, die sehr viele BSW-Wähler sehr umtreiben, gehört der miserable Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die hohen, nicht einkommensabhängigen Gebühren, die Bürger für einseitige, lückenhafte und teilweise hetzerische Berichterstattung bezahlen müssen. Papier jedoch nichts zur Beitragshöhe, nichts zur mangelnden Qualität, fehlenden Transparenz und Zensur beim MDR. Stattdessen die Einigung auf eine Kommission, die zu allem, was mit Medien zu tun hat, irgendwann nach langer reiflicher Überlegung ihren Senf dazugeben soll. Auch nichts zur notwendigen Eindämmung der immer mehr um sich greifenden Zensur in den sozialen Medien, obwohl hier die Bundesländer einiges an Kompetenzen haben. Eine klare Positionierung des BSW wäre umso notwendiger, als es mit einem CDU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten in spe verhandelt, der die Einführung staatlicher Lizenzen für Äußerung in sozialen Medien gefordert hat. Ja, da frage ich mich wirklich, warum steht da nichts zu den Landesmedienanstalten? Also, wenn das BSW die Kontrolle über die Landesmedienanstalten hat, dann müssen die Landesmedien Anstalten dringend aufhören, als eine Art Zensurbehörde zu arbeiten, wie sie das bisher machen.
Und sie sollten vielleicht mal ihren grundgesetzlich vorhandenen Auftrag wahrnehmen und dann tatsächlich gegen tatsächlich illegale Seiten vorgehen, wie beispielsweise den illegalen Rufmord Pranger Psiram. Beispielsweise, nur so als Idee. Davon steht ja in dem Papier nichts und ich bezweifle auch, dass die Pragmatiker sich da später irgendwie in der Regierung werden für einsetzen können, wenn die CDU die entscheidenden Ministerien erhält. So wie ich es bei dem Verhandlungsgeschick einer Katja Wolf ganz ehrlich erwarte. Fazit und Ausblick. Wenn eine Minderheitsregierung aus CDU, BSW und SPD zustande kommen sollte, bräuchte sie die Unterstützung der Linkspartei. Wenn ein etwaiger Koalitionsvertrag ähnlich frei von erkennbaren BSW-Konturen sein sollte, wie das Sondierungspapier und dann noch weitere Kompromisse mit der Linken eingegangen werden müssen, würde die Regierungsbeteiligung in Thüringen ein sehr schwerer Klotz am Bein der Bundestagswahlkämpfer des BSW und eine sehr große Enttäuschung für viele Thüringer, die das BSW gewählt haben. Diejenigen, deren einziges Wahlziel es war, einen AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern, haben eher CDU gewählt als das BSW. Das BSW hat bei seinen Wählern Erwartungen geschürt, die auf eine umfassende Corona-Aufarbeitung, spezielle Förderung des ländlichen Raums, weniger Meinungskontrolle und Demokratieförderung oder am besten keine Meinungskontrolle, keine Demokratieförderung, eine Wende zur Vernunft in der Energiewende, eine Durchsetzung des Rechts in der Migrationspolitik und deutlich mehr sozialen Wohnungsbau. Nicht alles kann man in einer Koalition durchsetzen, das ist klar. Aber fast nichts davon ist im Positionspapier erkennbar. Pragmatismus ganz ohne Grundsätze wird zu Beliebigkeit und Selbstaufgabe. Okay, was ich schade finde, ist, dass Norbert Hering die Schuldenbremse hier gar nicht erwähnt. Also diese ja, fehlenden Investitionen im ländlichen Raum, im Gesundheitssystem. Das ist ja eine Folge dessen, dass man sich an die Schuldenbremse halten will. Also finde ich auch interessant. Er beschreibt hier diese ganzen Symptome, die so von der Schuldenbremse ausgehen. Die eigentliche Ursache, die Schuldenbremse, benennt er aber gar nicht. Das finde ich an dem Artikel auch interessant. Aber trotzdem guter Artikel. Also trotzdem guter Artikel. Norbert Hering hat hier wirklich detailliert ausgeführt, was die Probleme an diesem Sondierungspapier sind. Es ist ein einziges Desaster. Das BSW darf nicht in die Regierung gehen. Jedenfalls nicht unter diesen Vorzeichen. Und in Thüringen scheint nichts Besseres möglich zu sein. Also muss das BSW in die Opposition gehen. Also sonst wären viele BSW-Wähler, mich eingeschlossen, glaube ich, sehr, sehr enttäuscht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl.